Also um es nochmal zusammenzufassen, es sind eigentlich vier Kernbestandteile und das Schöne an dieser Vereinbarung ist, es ist eine Rahmenvereinbarung. Das heißt, wir haben das nicht jetzt bis ins Detail geklärt, sondern wir glauben aufgrund der Gespräche und auch der Gesprächsatmosphäre, die wir gehabt haben, dass wir mit einer Rahmenvereinbarung den besseren Weg gehen. Vier Punkte. Marketing ist eine Sache, die wirklich interessant ist, dass man gegenseitig darauf hinweist, sowohl in Wuppertal als auch hier, auf die gegenseitigen Angebotsstrukturen. Die Aus- und Weiterbildung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Der Wissenstransfer, das ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir jetzt wieder anfangen, diese Zucht aufzubauen, dann kann man natürlich hervorragend von den Erkenntnissen der Fachleute aus dem Wuppertal dazu profitieren. Und das Tiermanagement, das ist für uns natürlich auch besonders in der veterinärmedizinischen Frage. Das sind die vier Kernpunkte, die wir heute auch als Rahmenvereinbarung unterzeichnen, ohne dass wir jetzt, sage ich mal, konkret festlegen, was wir am 14. Mai 2016 um 9.30 Uhr machen. So konkret geht es nicht, sondern es ist für uns wichtig, dass wir diese Basis haben. Ich glaube, wir werden daraus auch lernen, das ist ein Prozess. Aus dem Lernen werden wir dann sicherlich auch sehen, wo muss man das eine oder andere noch erweitern oder konkretisieren. Aber insgesamt ein für uns ganz wichtiger Tag und nochmal ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft der Stadt und auch des Wuppertaler Zoos, da mit uns gemeinsam das Wildgehege weiterzuentwickeln und auch, das ist der Kernpunkt eigentlich für die Besucherinnen und Besucher, zu einem wirklichen Highlight hier in Neandertal zu entwickeln. Ich glaube, das wird uns auch gelingen. Ich darf dazu sagen, wir dankbar sind, dass wir auch nicht jetzt durch die Stadt Erkrath in die Lage gesetzt werden, zusätzliche Flächen anzupachten, die dann dem Wildgehege zur Verfügung stehen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir stehen doch alle zusammen und das wird insofern interessant werden. Ja, das wäre das, was wir zunächst mal zu sagen haben. Ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir zur Unterzeichnung kommen,